Ich lese uns den Predigttext für den dritten Advent heute aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Das ist das sogenannte Benediktus, der Lobgesang des Zacharias. Und sein Vater, der Vater von Johannes dem Täufer, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat unter uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienen, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst den Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Besuche sind was Schönes meistens, oder? Gerade ist es schwierig mit Besuchen. Bei der dramatischen Corona-Lage sollen wir das auch lieber lassen. Und jetzt gilt ja auch eine Ausgangssperre noch. Dann geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Wir müssen zu Hause bleiben. Trotzdem, Besuche sind was Schönes. Und das merken wir, glaube ich, auch umso mehr, je weniger es möglich ist oder wenn es nicht mehr geht. Die Mama freut sich, wenn die Kinder zu Besuch kommen, der Opa freut sich über den Besuch der Enkel, und wenn ich im Krankenhaus liege, dann tut es auch gut, wenn einer vorbeischaut. Als ich ein Kind noch war, klein, ein Jugendlicher, und da ist immer, wenn ich krank gewesen bin, ob zu Hause oder im Krankenhaus oder wo auch immer, sobald ich krank war, nicht mehr raus konnte, kam meine Patentante, die hat am gleichen Ort gewohnt wie ich, die kam vorbei und hat einen kurzen Besuch meistens gemacht, mir ein Obst oder eine Süßigkeit vorbeigebracht, um mich aufzumuntern. Und das habe ich mir gemerkt, das kann ich mich gut bis heute daran erinnern, an diese Besuche von der Patentante am Krankenbett, wenn ich krank war. Besuche sind was Schönes, und jetzt geht's heute drum, und überhaupt geht's im Advent drum und an Weihnachten geht's drum, dass Gott uns besucht. Gott besucht uns. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Weihnachten heißt, Gott kommt zu Besuch. Der schickt uns nicht nur eine Nachricht, das macht er auch, und hat er jahrhundertelang auch gemacht durch die Propheten, die das, was Gott wollte und was er gesagt hat, ausgerichtet haben, seine Botschaft weitergegeben. Aber an Weihnachten ist Gott selber zu uns gekommen. Gott schickt auch nicht nur einen Engel, die kommen an Weihnachten auch ganz oft vor, die Engel, ganz vielen Orten. Auch heute gibt es Menschen, die sagen, dass ihnen Engel begegnet sind. Aber an Weihnachten geht es trotzdem um viel, viel mehr. Da kommt Gott selber zu Besuch. Der ewige Gott, der Schöpfer der Welt, der kommt in die Welt. Gott wird ein Mensch, Jesus. Er zeigt sich uns, er spricht zu uns. Er lässt sich anfassen und berühren. Er bringt Erlösung
steht hier. Das ist der erste Punkt. Heute Morgen, wenn Gott uns besucht, bringt er Erlösung. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Was ist Erlösung? Erlösung ist Befreiung aus einer Situation, aus der ich mich selber nicht befreien kann. Erlösung kommt immer von außen, von einem anderen. Die kann ich mir nicht selber machen, ich kann mich nicht selber erlösen. Es gibt zum Beispiel ein erlösendes Wort, wenn jemand eine schwere Operation hat und dann wartest du stundenlang, bis es endlich vorbei ist und der Arzt kommt und die entscheidende Nachricht bringt und sagt, es ist gut verlaufen, alles in Ordnung, und dann fällt dir ein Stein vom Herzen, das ist Erlösung. Oder wenn uns ein Virus bedroht, das Coronavirus, die Angst, dass ich krank werde, dran sterbe, und dann gibt es ein Medikament, einen Impfstoff, der schützt und Sicherheit verspricht, das wäre die Erlösung. Darauf warten wir ja. Die Israeliten damals zur Zeit von Zacharias, wo dieser Text, den wir gerade gehört haben, dieses Gebet entstanden ist, die haben auch auf Erlösung gewartet, auf Erlösung von Unterdrückung. Das war ja damals ein besetztes Land, und dann ist Jesus gekommen und viele haben gedacht, das ist jetzt der Messias, das ist der große Erlöser, der kann uns befreien, kann unser Anführer werden, kann die Macht an sich reißen, kann eine Revolution machen. Und Jesus hat ja auch eine Revolution gemacht, nur keine politische, nur keine militärische. Die Revolution, die Jesus bringt, die ist sein Kreuz und seine Auferstehung. Die Befreiung, die Jesus schafft, erlöst uns nicht einfach aus schwierigen Umständen raus. Die Erlösung durch Jesus beginnt nicht außen, äußerlichen Verhältnissen, die beginnt in uns drin, in mir, in meinem Herzen, indem er die Beziehung wiederherstellt zu Gott. Jesus stellt die Beziehung wieder her zu Gott. Martin Luther hat mal gesagt, wir Menschen, wir sind in uns selbst verkrümmt. In uns selbst verkrümmt. Wir sind auf uns selber bezogen, auf das, was wir wollen, auf das, was wir denken, auf unsere Probleme auch, auf das, was wir können, wie wir die Dinge sehen, wie wir leben wollen und überhaupt leben in der Welt. Wir leben in unserer Welt und kommen da eigentlich auch nicht draus heraus. Und deshalb kommt Gott in unsere Welt hinein, kommt Jesus da hinein und wird Mensch, genau wie wir. Mit dem einen Unterschied, Jesus ist nicht auf sich selbst bezogen, sondern er ist auf Gott bezogen. Jesus schaut nicht auf sich, sondern er schaut von sich weg. Er schaut nicht auf das, was er will, was er denkt, was seine Probleme sind, seine Not. Jesus macht nicht sein Ding, er ist ausgerichtet auf Gott. Und er richtet uns aus auf Gott. Das ist seine Mission, sein Auftrag, dass wir auch nicht mehr nur auf uns selber schauen, nicht mehr in uns selber verkrümmt sind, uns nur mit uns beschäftigen, sondern nach oben blicken zu Gott, ihm vertrauen, ihm gehorchen und mit ihm leben. Das ist Erlösung, wenn Jesus mich befreit, dass ich wegsehen kann von mir und hinsehen, hinschauen kann auf Gott, mich ausrichten kann auf Gott, mich darauf verlassen, dass er mich den rechten Weg führt, bis ich bei ihm im Himmel bin. Wenn Gott uns besucht, bringt er Erlösung. Das Erste. Das Zweite, wenn Gott uns besucht, dann macht er uns zu seinen Dienern. Er gibt, ich zitiere das nochmal, er gibt, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das gehört zusammen, erlöst sein und Gott dienen. Erlösung führt dazu, dass ich Gott diene, dass ich ihn verehre, ihn anbete, ihn lobe. Das bedeutet dienen hier in diesem Text, Gott anbeten, Gottesdienst feiern, auch im Kleinen, persönlich für sich, aber natürlich auch zusammen, so wie wir heute hier am Sonntagmorgen. Liebe Freunde, das ist ganz entscheidend wichtig,
Erlöst sein und Gott dienen, das gehört zusammen. Erlösung heißt nicht, Gott hat mir jetzt geholfen und jetzt kann ich ihn wieder vergessen, bis zum nächsten Mal, wenn ich seine Hilfe brauche. Nein, wir dienen Gott ohne Furcht unser Leben lang. Ohne Furcht unser Leben lang. Anhänger vom VfB Stuttgart wissen das vielleicht. Heute Morgen muss man als VfB-Anhänger nicht in Furcht leben, aber die letzten Jahre war das manchmal schon so, dass man sich da fürchten konnte, aber die haben das Motto furchtlos und treu. Das ist übrigens nicht das Motto vom VfB, das der erfunden hat, das ist ein altes Württemberger Motto aus der Zeit der Entstehung des Württembergischen Königreichs. Nach den Befreiungskriegen unter Napoleon und dann danach, da gab es große Schwierigkeiten im Königreich Württemberg und da hat der König dieses Motto auf das Wappen oder unter das Wappen schreiben lassen, furchtlos und treu. Württemberger sind furchtlos und treu, jedenfalls hat sich der König das gewünscht und die VfB-Anhänger schreiben sich das bis heute auf die Fahnen. Und wer von Jesus erlöst ist, darf auch furchtlos und treu sein. Darf Gott dienen ohne Furcht unser Leben lang. Auch in Schwierigkeiten, auch bei Gegenwind, ihn verehren, ihn anbeten. Darum geht es hier. Ich lese gerade ein Buch von Esther Ahmad, das heißt Die Glaubenskriegerin. Klingt ein bisschen martialisch, ist aber auch sehr spannend, sehr bewegend. Die Esther Ahmad war ein frommes muslimisches Mädchen aus Pakistan. Sie hat sich für den Dschihad gemeldet, stand kurz davor, dann auch an die Front zu gehen. Und wenige Tage, bevor sie da an die Front gegangen ist, wo sie wahrscheinlich dann ums Leben gekommen wäre als Märtyrerin, wenige Tage davor kommt sie zum Glauben an Jesus. Und dann beschreibt sie in diesem Buch, wie es losging bei ihr, was sie alles erlebt hat, was da passiert ist, sobald es jemand mitbekommen hat, dass sie Christin ist, wie sie ausgegrenzt und angegangen wird, selbst von der eigenen Familie, zuerst von ihrer Mutter, dann von ihrem Vater, auch mit Gewalt. Aber sie schreibt nicht aus Hass, sie schreibt nicht und sagt, wie schlimm die Muslime alle sind, sie schreibt nicht, um Angst zu schüren oder Ressentiments zu schüren, sondern sie schreibt, wie sie mutig zu ihrem Glauben stehen konnte und wie Gott sie immer wieder bewahrt hat, wie sie da wirklich wahre Wunder erlebt hat, der Bewahrung durch Gott, wie sie in manchen lebensbedrohlichen Situationen einen Frieden im Herz gespürt und gehabt hat und Gott loben und ihm danken konnte, obwohl das sogar ganz gefährliche Situationen waren, in denen sie da drin gesteckt ist. Diese Frau war wirklich furchtlos und treu, ein sehr spannendes und bewegendes Buch. Sie zeigt uns, was das heißt, Gott dienen ohne Furcht unser Leben lang. Wenn Gott uns besucht, macht er uns zu seinen Dienern. Und das Dritte, wenn Gott uns besucht, dann geht die Sonne auf. Die Sonne, die aufgeht, um die es hier geht, die ist Jesus. Von dem ist hier die Rede in diesem Abschnitt, der wird hier angekündigt als Besuch von Gott, Jesus. Und Jesus wird ja öfter in der Bibel als ein helles Licht beschrieben. Wir haben vorhin das Lied gehört, auch nachher werden wir nochmal ein Lied singen, wo Jesus als der Morgenstern genannt wird. Ein Bild sozusagen für Jesus ist der helle Morgenstern, die Venus am Nachthimmel. Der scheint auch in der dunklen Nacht und gibt die Hoffnung auf den neuen Morgen mitten in der Nacht. Und hier heißt es jetzt in diesem Abschnitt aus Lukas, in dem Lobgesang des Zacharias von Jesus, dass uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Das aufgehende Licht, da steht wörtlich im Griechischen Sonnenaufgang. Es ist mir selber erst jetzt aufgefallen beim Lesen von diesem Text, von dieser Stelle. Jesus ist der Sonnenaufgang. Was für ein wunderbares Bild. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Sonnenaufgang erlebt hast. Da muss man ja früh auf sein und unterwegs sein, ganz früh, wenn die Sonne quasi aus dem Meer aufsteigt oder wenn sie in den Bergen über die Berggipfel dann so langsam beginnt herüberzukommen. Das ist gigantisch schön. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild auch für den Advent. Advent, Ankunft, Jesus kommt, die Sonne geht auf, ein neuer Tag, ein neues Leben, eine neue Zeit
beginnt. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, die ist Johannes 21, Vers 4. Am Ende vom Johannesevangelium, ganz am Ende, da wo Jesus auferstanden ist. Wir sind jetzt ja am Advent, Weihnachten, ganz am Anfang und es ist am Ende bei der Auferstehung von Jesus. Aber seinen Jüngern ist das noch nicht klar. Die haben das noch nicht verstanden, dass er auferstanden ist und die sitzen beieinander und wissen nicht so richtig, wie es jetzt, nachdem Jesus weg ist, weitergehen soll. Und sie überlegen und sitzen da und dann gehen sie fischen, wie sie es gewohnt waren, auch früher, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Und dann sind sie die ganze Nacht draußen auf dem See Tiberias und fischen und sie fangen nichts in dieser Nacht. Und als es dämmert, schon langsam Morgen wird, fahren sie zurück ans Ufer und dann kommt der wunderbare Satz, Johannes 21, Vers 4, wo steht, als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger erkennen ihn gar nicht, die brauchen erst ein bisschen, bis sie es blicken und realisieren und ihnen klar wird, das ist Jesus. Aber dann, als sie es merken, sind sie hellauf begeistert. Was für ein Bild, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Erfolglos, frustriert, traurig, hoffnungslos. So wie es hier auch steht, sie sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Vielleicht denken wir da heute auch an das Coronavirus. Das ist auch so ein Schatten des Todes, ein Schatten, der irgendwie über uns schwebt. Und andere Schatten gibt es vielleicht in unserem Leben, in unserer Welt. Aber dann kommt der Sonnenaufgang. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Das ist ein Bild der Hoffnung, des Ostern, des Advent. Und ich hoffe, dass du dieses Bild mitnehmen kannst heute Morgen, auch wenn es draußen jetzt nicht so sonnig ist und vielleicht regnet, aber dieses Bild mitnehmen kannst, dieses Licht vom Sonnenaufgang auch in die neue Woche. Dass es hell wird und hell bleibt in dir drin. Und vielleicht dann auch hell wird und ein Strahlen aufs Gesicht kommt und du selber leuchten, Licht sein kannst und eine Sonne sein kannst, wie der Sonnenaufgang Jesus. Das steht nämlich übrigens auch in der Bibel im Alten Testament, Richter 5, Vers 31. Das ist das Lied von der Deborah, auch eine mutige Frau, die da beschrieben wird. Und die singt, die sagt, die Gott lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieb haben sollen sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wenn Gott uns besucht, dann geht die Sonne auf.